Ja, an sich würden beide Leute Narrow Stages ja. haben wollen, aber haben anscheinend gar kein fixes Game. Und jetzt Battlefield einfach. Game Sound haben wir nicht. Nee, noch nicht. Jetzt, so, jetzt, ja. jetzt stimmt auch der Vibe. So, so die, aber gleich ab. Die Up-Air Chain. Battlefield-Plattform wird gleich genutzt. Ja, aber ich glaube trotzdem eigentlich, dass die Stage, würde ich fast tendenziell sagen, ist ein bisschen besser für Palutena. Weil Palutena doch sehr krank auch teilweise ist. Schon, ja, aber theoretisch braucht Palutena eigentlich gar keine Plattform, um die Lopez an Campus zu kriegen. Das stimmt. Also so näher, Up-Air geht kann eigentlich natürlich immer. Aber gefährlichere Up-Air-Extensions kriegen und auch noch so einen Kill, ne? Ja. So ein, kannst natürlich mal reinpressern. Aber ich glaube halt, dass... Also ich spiele persönlich auch ganz gerne gegen Lucas Battlefield einfach... Hat er gut getimed, bestimmt. Ja, ich spiele eigentlich auch ganz gerne gegen Lucas Battlefield, einfach nur, weil man halt die Stages zum Moven hat, wie gegen Pika Fire, weil Livia hat halt so ein Spielstil, dass er immer, würde ich sagen, sehr defensiv spielt, also der ist gerne, also der gibt nicht so viel auf Center Stage, sondern ist halt gerne an der Ledge, macht ein bisschen Pika Fire, baitet den Gegner, will Gram, um dann halt, wie man ihn gesehen hat, auf Stage irgendwie den Gegner zu gimpen. Klappt auch gut mit Lucas, vor allem ist das auch so eine Spielweise, wogegen man eigentlich schon recht gut konzentriert sein muss, weil man halt recht safe spielen muss. Na, wenn du dann Fehler machst hier, vor allem gegen PK Freeze, ja. Muss halt den Air Dodge genau raus haben. Na, aber wenn er es aber ein bisschen delayed, ich glaube, er hätte es ein bisschen delayen können und dann hätte er den Air Dodge schon, bestimmt auch erkennt. Ja, also das ist halt... Ist super eklig. Ja. Also PK Freeze also ist tatsächlich... Nicht so free, darum zu kommen. Ist auch gefühlt so ein Move, der dann in Turnieren nochmal ein bisschen besser ist, wenn man ein bisschen nervöser ist als in Friendly so. Da hat man ja noch ein bisschen Angst, weil man halt, man weiß halt, wenn er einen bei, wenn man einen bei Full aufladen quasi hittet, stirbt man auch gerne bei 60 oder so. So, jetzt Tim. Ja, was wir auch gesehen haben, ist, dass Scouty halt nicht für den Edgeguard geht, obwohl zum Beispiel Levi gerade eigentlich nur noch Abi machen konnte. Ja. Und da ist er wahrscheinlich noch ein bisschen scared, oder er spielt da im Main eigentlich nicht, Palutena. Also vielleicht ist er da noch nicht so vertraut drin, halt mit Palutena offstage zu gehen. Ja, oder ist halt auch sicheren genau. Wahrscheinlich, ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach ein bisschen Angst hat, Reversal zu werden und dann halt irgendwie an der... Ja, vor allem Onscreen, ne? Weil dann werde ich ihn schon auslachen danach. das ist dann schon Twitter-Clip. Oh, die Dash-Attack, ich glaube, der Abi ging über die Ledge von Scouty. Das heißt, deswegen konnte die Dash-Attack treffen. Ja. Und ja, ja, aber einfach ein ganzer Stock-Lead. Ja. So. Und es ist nur ein Best of Three, das heißt, Games sind wichtiger als ein Best of Five. Ja, heute halt bei Nitz, wie eigentlich die letzten alle Male. Spielen wir halt noch Pools, ne? Deswegen ist eigentlich auch jedes Game entscheidend und nicht nur die Sets. Deswegen, selbst wenn man halt 1-0 zurückliegt, sollte man auf jeden Fall noch sein Bestes geben. Um vielleicht noch so einen Platz zu ermogeln, den man eigentlich nur so halb verdient hat. Ich weiß gar nicht, zählen die Pools-Ergebnisse, wenn die für Silver Bracket also wieder relevant? Nee, also stell doch, wenn du gleich wieder Set-Wins hast. Dann wird halt die Matches gezählt. Ja, ich meine beim Silver Bracket Seeding nachher ist es, also wird Seeder das. Ja. Ich glaub schon, ja. Oh, ein hoher Abi. Timis. Oh, aber. F-Smash ist Potash. Und jetzt, schon wieder. Und er gibt ihn eigentlich for free and get up. Und ist aber, also er ist halt nicht so dicht an der Ledge, dass er irgendwie pressuren kann. Ja, er möchte auf jeden Fall. Oh, das ist. Oh, jetzt, ja, schön, starker. Schöner Confirm. Der Late Down Tilt. Der ist halt nachher true in die Becke. Ja. Das ist dann halt stark und halt gegen... Ich weiß nicht, ist es auch bei perfekten DIP? Ja, weil du einfach weiter nach vorne rennen kannst. Ja. Halt diese ganze Zeit, wo der Downhill ja raus ist und wenn du den späteren Hit kriegst, dann sind ja sozusagen Plus-Frames, wo du halt mehr Zeit hast zu ihm. Und jetzt ist es actually recht close wieder. 50%. Aber eigentlich tötet Lucas man. Gegen Lucas kann man auch mal ein bisschen länger überleben. Da muss man eigentlich... Eigentlich hat Lucas nicht so viele Kills aus dem Lucha außerhalb Fair und F-Tilt. Der hat eigentlich keine richtige Burst-Range. Nee, eigentlich genau. Side-B ist eigentlich auch reactable. Genau. Das heißt, eigentlich kann man dann mit Palutena sehr schön so reactable, mit, wenn man in der richtigen Range spielt, mit seinem Back-Air eigentlich gegen Lucas spielen. Oder countern. Oder countern, aber das, naja. So, und jetzt? Also, ich weiß nicht. Meinst du, wenn Levi an der Kante ist und dann Side-B abkriegt gekontert, dann stoppt er schon, oder? Ja. Warte jetzt. Offstage. Ja, und schon wieder. Cool. Oh. War eigentlich der F-Smash war fast gut, aber reicht das schon? Nee. So, und jetzt wieder gefährlich. Oh, was? Ja. Oh, was jetzt? Ich glaube, es kommt ein Down Smash. Der Down Smash. Oh, schlecht getimed. Das ist zu weit links auch, glaube ich. Da kommt man gefährlich zu. Oh, und der Fair. Das war das. Ich meine, ja, eigentlich gibt es im Nutri nur so Fair und FT. Auf die beiden Moves muss man vor allem aufpassen. Vor allem ist es bei Lucas halt auch so, die beiden Moves kommen halt sehr schnell.
Aber ich finde, es gleicht sich halt aus dadurch, dass Lukas halt nicht so ein schneller Charakter ist. Ja, und du musst halt, die haben halt nur so einen Sweet Spot, der genau, wenn genau. du den halt nicht triffst, dann macht der Move halt auch nichts. Genau, 80% killt das bestimmt auch nicht. Deswegen ist eigentlich der Palutena auch in dem Sinne, mit, vor allem zum Beispiel mit Backer oder Abwehr, da in dem Fall einen Range-Vorteil hat, kann man eigentlich so ein bisschen größere Distanz wagen, dass man halt diesen F-Tilt, wenn er den macht, entweder nicht getroffen wird oder halt dementsprechend punishen kann. Da ist Tim halt jetzt gerade ein bisschen overcommitted und ist dann halt gegen den schnellen Fair-Sweet-Spot halt dann rausgeflogen. Ja, von der Plattform ist es halt immer gefährlich, ne? Ja, wenn genau, weil da kommt er halt schnell runter. Sonst müsste er halt erstmal hochhüpfen und da ist er halt dann sehr anfällig. Genau. Lukas halt so floaty da. Wenn er halt springt, dann kannst du eigentlich schon reagieren, bis er der Falling Aerial kommt. Aber wenn er halt auf der Plattform ist, dann kann er halt natürlich sein Timing mixen, halt wie er möchte. Ja. Wir spielen jetzt Town. Ich habe aufgepasst. Ja, ist das besser? Ja, ich würde schon sagen. Also ich persönlich spiele gegen Levi, außer wenn ich jetzt Fox spiele, auch immer gerne größere Stages, weil Levi halt sehr auf dieses irgendwie versuchen, die Gegner offstage zu bekommen und dann halt zu Gimpen spielt. Und da gibt einfach häufig größere Stages halt mehr Platz, außer halt, wenn Levi jetzt weiter quasi Corner spielt. Aber man kommt halt nicht so aus den random Interaktionen oder aus dem Reversal so schnell offstage. Das hat man ja gesehen, also im ersten Game hat ja Levi einen Edgeguard gekriegt, ja. mit dem Down Smash und halt auch ein paar andere gefährliche Attempts gehabt. Und Scouty gar nicht. Ja, Scouty hat einmal den Down-Tip bekommen, aber das ist halt... Ah, ja, stimmt. Aber das, ja. Ja, aber deswegen würde ich sagen, es ist halt schon ein besserer Pick, eine größere Stage zu haben. Ja. Oh. Oh, der Grab. So, jetzt sehen wir erstmal schönes Nutu. Beide ein bisschen vorsichtig, würde ich fast sagen. Aber dann... Es wirkt irgendwie alles ein bisschen sehr hektisch gerade. Ja, beide versuchen... Also, wir kriegen auf jeden Fall nicht ihre Standard-Prozent-Kombo, sondern ja. einfach nur... Die beide 60%, einfach nur Neck on Neck einfach auf die Schnauze. So ein bisschen einfach nur Scramble. So... Der erste Parry? War es der erste Parry? Ich ja, weiß ne? nicht. Kann ich schämen, weil ich es genauso machen würde. Oh. Ah, er wollte dann auch das. Er wollte den Scouty Special machen, ja. Ja, das ist stark auf jeden Fall. Bist auch, wenn du. Oh, Mash, Mash, Mash. Ah. Oh, da kommt man da raus mit Mash. Ich weiß nicht, bei 110% sei. Song jetzt. Auf Ice and Fire war das. Ich glaube, man hätte da noch rauskommen können. So, jetzt ist es. Ich glaube, jetzt wird es sehr entscheidend für das Verlauf des. Oh, aber oh. geht er nicht hinterher. Oh, und dann. Das meine ich, das ist so ein so typischer Move von Levi. Der wartet dann an der Ledge, dass er kommt und dann reverse halt und versucht den Gegner offside zu bringen. Ich glaube, oh mein Gott. Kein Jump. Oh nein, nicht like this. Aber jetzt fokus er sich nochmal ab. Ich wollte eigentlich gerade die ganze Zeit sagen, es ist wichtig, ob Tim jetzt schnell den Stock nimmt, aber es ist leider genau das Gegenteil passiert. Wenigstens habe ich ihn nicht gecursed. So, schauen wir. Oh, so, aber schön. Das ist stark. Ja, und das macht Scouty echt ganz gut immer. Der macht immer so diese Empty oder wartet, der spielt mit dem Back Air, jedoch... Ja, wer Levi kennt, der weiß, jetzt zittert er. Jetzt hat er Angst. Ja. Levi ist ein Mensch, der ist nervös. ist nervöser. Ich hör's, glaube ich. Ja, der Boden wackelt. Ja. Er ist am Zittern. Oder im Mash gerade, das ist ungefähr... Das ist meistens das Gleiche. So, fair. Ich finde, Tim Scouty ist immer ein bisschen zu wenig bedrohlich offstage. Also es würde ja, es würde ja einfach mal reichen, früher runterzugehen. Jetzt oder jetzt? Nee, das meine ich halt. Er ist da viel zu, also er lässt ihn, er macht, geht immer für den Dock und jetzt schon wieder free get up. Und irgendwie, also er muss ja nicht mal committen offstage, aber einfach mal so hinlaufen und pressuren und dann wieder wegspringen an die Ledge, einfach nur um zu gucken, was Levi für eine Option macht, damit man es halt vielleicht danach punishen kann. Ja. So und jetzt, ja, Game, also Tim ist, oh. Ich glaube, da wollte Tim den Grab haben. Oh. Aber er kommt auf jeden Fall zurück. Und Center Stage ist auch besser. Ja, und jetzt nicht. Oh. Oh 20. Das wird er. Das würde mich ja jetzt töten. Scheiße. So, jetzt schauen wir mal. Kriegt Scouty was? Leider nicht, leider gar nicht. Oh. Und schon wieder. Ah, Game. Das war sehr knapp. Ist rough. Ist rough, aber ich glaube an Scouty. Hat einfach noch den Jump. Er wollte rausspringen, aber wurde trotzdem noch gegriffen. Oh, nee. Oh, Levi wollte kochen. Hat aber nicht. Ui. Oh, das trifft aber nicht. Ich habe eigentlich gedacht, jetzt no, nein. Nee. Ist nicht fair. So, Daune, gut. Das Ziel, was heute nicht getrunken ist, Scouty. Das Pulver ist verschossen. So, und... Aber hat er genau gewusst, wenn er jetzt erklärt. Levi ist ein nervöser Spieler, das wissen wir. Und wir schauen mal. Er macht nur die Kill-Option. Ui. Macht einen Rising sehr. Das ist gefährlich. Oh, er geiert nach den Fairs und wahrscheinlich auch F-Tilt und...
inzwischen tötet halt sehr viel. Oh? Nee. Ich will offstage schmeißen. Oh. Ich muss aufpassen, dass er keine Färbe. Nee, ja. Nee, bitte nicht. Halt. So, jetzt weiter auf F-Tilt und F-Tilt und Fair aufpassen. Pika Fire respecten. Ja. Oh. Hat er jetzt alles? Ja. Nee, jetzt nicht. Ja. Oh, 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 oh. Ich lebe, ist nervös. Oh! Nein! Oh, vielleicht mit einem guten SDI. Nein. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt auch direkt cool eigentlich spielen, ne? Ja, wir müssen auf jeden Fall auch spielen. Vielleicht kommentiert irgendwer. Kupra ist nicht drin.